Zurück und rechts. Ja, das war ja wieder. Ich bin hier am Abnippeln. Lieber wäre ich fast abgenippelt, weil da ging es mir jetzt wieder gut. Und ich weiß nicht, ob ich meine ganze Kleidung ablegen muss, bevor ich zu dem Typ zurückgehe. Das weißt du ja nicht. Da haben sie sich aber einiges einfallen lassen, ey, holy shit. Ich darf nicht mehr unter Kälte kommen. Nicht mehr. Und ich muss Holz sammeln. Ich weiß ja auch nicht, warum wenn er rennt. Das ist halt das Problem. Ja, scheiß auf Müdigkeit. Ich brauche aber Stöcke für Feuer anzünden. Wenn hier gleich 10 Wölfe kommen, kann ich auch nicht helfen. Den großen zerlegen bringt man nichts. Das kostet Zeit und Energie. Mich kotzt es an, dass meine Hand jetzt darauf abgefroren ist. Das wird mich jetzt die ganze Zeit begleiten. Hü, deine Hand ist abgefroren. Dauer auf der Erfrierung. Was hast du denn gemacht? Wie komme ich jetzt da wieder runter? Muss ich da runter? Ah, geht schon wieder los. Wir müssen da oben rüber. Also was ist das Risiko? Das Risiko ist ja... Oh Gott, Alter, ey. Würde ich nie machen, IRL. Niemals! Muss man hochklettern. Also ist immer richtig. Alter Schwede. Das ist echt ein bisschen Tortur, muss ich sagen. Also ich muss sagen, Ash Canyon war aber schlimmer von die Wege. Hier geht's ja sogar. Das schafft er nicht, der Kollege. Der schafft ja nicht mal mehr gerade zu laufen. Gut, es ist ja indirekte Cutscene im Spiel, das geht eh immer. Aber die Energie geht halt ein bisschen runter. Ich habe noch eine Patrone im Reload. Aber dann ist absolut Schicht im Schacht. Außer ich kriege ja Rifle-Kit. Dann bin ich dabei. Dann noch ein Jagdmesser und ein Wetzstein und dann sind wir eh durch. Dafür dann schadet es bloß an der Muni eigentlich. Cold is making my head feel thick. Ja, du hast. Ich hätte vielleicht den scheiß Kopf. Ja, den scheiß Kopf craften müssen. Ja, jetzt bekommen aber langsam hin. Sag mal, bin ich hier richtig? Ja, da unten, Alter, 200 Kilometer Range. Oh, Hase. Da ist Fleisch, da ist Essen, da ist Höhle. Oh Gott. Ich sag, dass die Höhle warm ist, die hat mir. Oh, geil, Kohle. Das könnte jetzt mal kurz ein Rescue-Platz hier sein. Nimm das Fleisch mit, ess was, krieg hoffentlich die 5 Kilo Bonus und erfriere jetzt erstmal. Das ist eine gute Idee hier gerade. 75% ist nicht viel. Weil ich will das Reh auseinandernehmen, das ist Feuer nicht ganz useless. Vielleicht auch noch ein Hasi, aber ich muss mir erstmal aufwärmen. Ich muss ja sagen, bis jetzt ging halt wirklich noch nie was schief, ne? Das muss man halt einfach sagen, wie es ist. Ich hatte bisher immer Glück mit den Feuer. Ich bin schon wieder dran vorbeigelaufen. Komme ich denn zu diesem Dreckswohnwagen, Alter? Ich kann ja gleich eine Stunde schlafen auch, weil das ist useless. Ich mache nur eine, weil ich das Ding noch hole, dass es vorher nicht ausgeht. Ich habe noch einiges zu erkunden in dem Gebiet, aber dafür muss ich mich erstmal ein bisschen abgräuen. Gut, Temperatur passt aber. Muss ich ja mal probieren. Ich weiß halt nicht mehr, wo genau ich hinschmeißen muss. Das ist mein Problem.
Ich werde auch nicht die ganze Nacht jetzt in der Höhle verbringen, weil das ist sehr... Oh ja, mein Abendessen läuft sogar zu mir. Ich habe keinen Stein mehr. Ich brauche ein paar mehr, würde ich mal behaupten. Und deswegen kann man auch übrigens essen oder vielleicht als Anzünder auch ganz geil. Die Rohr... Aha, nimm's halt. Nein, du sollst dahin. Vielleicht kriege ich noch ein Kaninchen. Da, links, da liegen sogar Steine vor meiner Höhle. Wir laufen halt gegen Wind, wie gesagt, deswegen... Das war ich? Nee. Ja, das ist nichts für mich. Habe ich noch was zum drauflegen? Ich habe noch eine Kohle, ne? Hier müssen wir einen Stock drauf tun, dass wir auf die 22, weil das sind glaube ich noch 21, ja. Auch gleich essen, wir brauchen so viel Glumpen, das ist der Wahnsinn. Okay, gut, weiter geht's. Wenn wir das irgendwie überleben, wäre lustig. Keine Ahnung. Aber jetzt haben wir super Wetter. Wie gesagt, natürlich kalt. Ich habe jetzt echt überlegt, ob ich nicht die Knarre nehmen soll. Für einen scheiß Hasen mit 500 Gramm. Ich habe 20% CPU. Warum? Aber der leckt zum Teil. Warum denn? Aber wenn ihr Hasen... Da kommt der Kletterseil. Wenn ihr aber Hasengebiete sind... Dann sind hier keine Wölfe. Das ist eigentlich immer ganz geil. Eigentlich soll ich die wegen farmen, weil da gibt einer 150 Kalorien und wiegt nichts. Ja, wir laufen direkt auf die Hütte zu. Das ist gut. Aber wir haben keine Ausdauer mehr, ne? Wenn wir da runterkommen, haben wir ein Problem. So, die Hütte da vorne. Und es ist ein Hirschgebiet, also auch Chance auf Wölfe gering. Auch keine Zwischenplattform, also ist nicht so ewig hoch. Wie lange das drüben gewährt, bis ich keinen Bock mehr habe. Also geht schon ein Stück. Oder war das halt echt ein Festmahl, ne? Aber es ist egal, wir haben die Rohrkolben. Das kann man schon auch essen. Bloß die Hütte macht es halt auch nicht warm. Wir müssen, wenn wir da oben sind, instant dann... Wenn wir da nicht rüberkommen in das Gebiet, dann sind wir tot. Weil dann sind wir erschöpft der Hölle. Außer ich penne jetzt irgendwie eine Stunde. Alter. Oh ja, geil. Jägerruine. Oh, oh, oh. Bessere Kompetenz. Muss mal gucken. Topf ist schwerer. Ich nehme gerade alles mit. Schlafsack, können wir gucken, welcher besser ist. Beide nehme ich auf keinen Fall mit. Aber ich brauche erstmal hier das Holz. Aber jetzt ist natürlich Überlegung. Wir haben hier viel Holz. Schaffen wir es? Darüber müssen eigentlich. Ich kann auch nie im Leben alles mitnehmen, ich bin viel zu voll. Wir lassen da den Topf, scheiß drauf. Zwei Dosen. Und den Schlafsack mit der Condition. Und die Rifle, die müsst ihr erstmal entladen, ne? Schlecht.
Da muss ich die entladen. Warte mal. Aktionen. Entladen. Und jetzt ist die reife Lerne, können wir ablegen. Und die tun wir verwenden jetzt und unsere ausladen. Auf. Nachladen. So. Metallschrott kann halt sein, dass man da irgendwie Muni craften kann oder. Ja, genau diese. Oh ja. Ja, bitte. Oh, Wetzstein. Ja, aber ich brauche das andere Stück dazu. Wetzstein. Das ist gut. Das Waffenputzset. Damit haben wir die Rifle jetzt auch absolut voll. Da liegt eine Schraube. Ist auch besser wie unsere. Weil das Waffenputzset hier ist nicht für die Waffen, das ist fürs Messer. Und ich schau mal, ob ich was wegtrinken kann. Ja, okay, vernachlässigbar. Ja, Bonus 5 habe ich, aber ich bin halt müde AF. Deswegen überlege ich gerade, ob ich hier pennen soll oder nicht. Ich muss halt jetzt hier straight rüber und ich hoffe, dass das der Weg ist ohne Wölfe. Ich habe die Knarre, ich habe 8 Schuss. Scheiß auf die Schuss, ich habe das Putzset, die Knarre kann von, die kann nicht mehr down gehen, außer ich tue das Putzset wasten. Aber die Ausdauer ist gerade mein Problem. Wie viel Weg ist... Ich muss voll nach links. Aber der Weg scheint nicht so ewig weit zu sein. Wo ist denn das scheiß Hochspannungsnetz? Da vorne. Hier sind die. Also der Wolfgebiet da vorne, ne? Timberwölfe. Oh scheiße. Da vorne ist er. Darf ich? Ja, das ist Kind, ich muss da hin. Wo ist denn die Seemannfackel? Wo sind die Alte? Ich hab nicht mal was gemacht. Deswegen habe ich die Dinger nämlich nicht abgelegt. Aber Aussage vorhin war, gibt es hier nur normale Wölfe, die Aussage jetzt hat ist nein. Wenn es jetzt noch irgendwie am Berg ist, der Scheiß, ne? Dann bin ich aber absolut dead. Aber hier ist schon mal der Zaun. Ich glaube, ich bin da. Ja. Lass die Fackel bitte an, die ist zwar gleich aus, aber egal, bis dahin schaffe ich es schon. I think I can use this. Ich muss hier erstmal pennen. Ich muss auch gleichzeitig wieder ein bisschen Gewicht aus dem Inventar raus, das ist auch nicht mal so schlecht hier gerade. Ach, deswegen ist es ein fließender Fluss. Oh, fuck me, Alter. Okay, fuck mich doch nicht. Dass das scheiß Kraftwerk noch funktioniert. Wir enablen jetzt mal gar kein Power. Ich würde sagen, wir pennen jetzt erstmal. Okay, machen wir doch nicht. Wir schauen uns noch kurz der Cutscene an. Hä? Hallo. Me again. So, they sent you to check on the power plant. Yeah. I mean, that's what they asked me to do. Always do what hardened criminals ask you to do? Only when they ask nicely. You know you won't be able to get the power back on, right? The issues with the power have nothing to do with the power plant. Yes, I know. I mean, how are you so sure? Trust me. I just know. Trust you? Okay, trust goes both ways. What's your name? You can call me Jace. Okay. Nice to meet you, Jace. So what are we doing here exactly? Well, I don't know about you, but I'm not here to work on my tan. How do you fit into all this, Jace? Are you in trouble? That's
Psycho Donner makes it out of solitary, and we're all in trouble, Mac. Well, it's better than Mr. McKenzie, I guess. Listen, you want to know what's going on with the power and all that? I can tell you. But first, prove yourself to me. I need your help. Boah, auch noch. Where are you right now? That's not important. How did you end up at Black Rock? Car broke down when the first Aurora appeared. Well, not so much broke down as just stopped working. Like most things. It was freezing, so I got out and started walking down the road to see if I might find someone else. Or maybe some shelter. Got turned around in the darkness and snow. Everything looked pretty much the same. Wandered for hours. Nearly froze to death. Then, I found a fence. Followed it, and found a guard tower. Next thing I knew, I heard gunshots. It was horrible. The shots were, there were so many. I waited half an hour, longer, crept up, and I could see them slumped against the wall. Blood everywhere. It was guards, prison workers, civilians, innocents. They had executed them. I had to get out, but I know the area a bit. There's nowhere to go, really. Not on foot. I don't know if anyone's coming to help, but I figure I gotta do what I can to keep those fuckers locked up. Donner, he is evil. If he gets out, nobody within 100 clicks of this place will be safe. And if this thing lasts as long as I think it will, that would be very, very bad for all of us. What's the situation with Donner? I guess you don't follow the news much, huh? Donner's a psychopath. They have a law about something, this guy's broken it. I hear his old man Mathis isn't much better. But Donner... Donner is a once-in-a-generation criminal. Yeah. I can confirm that Mathis is not Father of the Year material. Wait, you know him? He's how I ended up here. It's a long story, but yeah. He's here to break Donner out. Shit, shit, shit. This is worse than I thought. What's the worst that could happen if he gets out? He gets stuck out in the wilderness and freezes to death, or gets eaten by something. Wrong. Donner gets out, he will make it his personal mission to find and hurt every living human he can get his hands on between Black Rock and the mainland, just for shits and giggles. You worried about anyone in particular? Never mind that. We gotta keep him in lockdown. That's the only thing that matters right now. Okay. So, how are we gonna make sure he stays in solitary? Trust. That's how we're gonna keep him in. What do you mean, if this lasts as long as you think it will? Do you know something about what's going on? Never mind. I just know stuff, okay? Or suspect it. Sounds like you think it's more than just lights in the sky. It's not more than lights in the sky. And yet, it is. That's pretty cryptic. Let's stay focused on Black Rock, okay? You want to prove you're trustworthy? I mean, I want to help, yeah. What's in it for you? I don't much like Mathis. And he's got something I need. What is it? Metal case. What's in it? I'm not really sure. Hey, trust goes both ways, right? I'm not hiding anything from you. I really don't know. So then, just leave. Get out of here. Leave Black Rock and let the chips fall where they may. I can't. I need it. If you don't know what's inside the case, how do you know you need it? It's important to someone who's important to me. They were ready to die for it. So I need to get it back. Well, maybe we can help each other. You do something for me, and I'll find a way to help you with your little problem. Deal? I feel like I'm gonna regret this.
this, but yeah, deal. Okay, listen up. Even with the power out, there are physical mechanisms that the convicts can manipulate to get Donner out. I mean, they are morons, but even morons get lucky sometimes. We need to fix things so they can't accidentally break them out. And how do we do that? Well, it just so happens I have the plans to the ancient thing. I mean, a lot of the original structure and prison systems are probably Victorian era. Solitary is newer. But the stuff under Solitary, still old as shit. All right. How does that help us? We get underneath, and we bust up the systems that manage the locking and unlocking mechanisms. And we basically, well, we turn the gates into walls. We seize up the system, and it's so old, so heavy, it'd take a goddamn nuclear bomb to break them out. Let's hope. You don't have a nuclear bomb, do you? Steam tunnels. Steam tunnels, right. What about steam tunnels? You get into the old steam tunnels. You'll find an access door in the rock face just outside the power plant. Other side of the spillway. According to these blueprints, they lead you, more or less, right to the old locking under Solitary. More or less? Well, there are some stains on the map. And a few areas that are a little fuzzy engineering-wise. I mean, it's old. But yeah, eventually you will get to the locking mechanisms. Okay. And then what? You tear out or smash anything that looks remotely like a switch, fuse, panel, cable, wire, vacuum tube. You get it? Yeah, I get it. Sabotage the thing. Exactly. You do that, and Donner is locked in for good. Probably. Probably? Hey, I'm not a prison designer, okay? But yeah, as I read these blueprints, probably. Okay. Wish me luck. I mean, it'll definitely buy us some time, I think. I'm going now, Jace. Hang on. What? Good luck. Okay. Ich muss jetzt halt mal raustappen, weil irgendwie mein CPU macht hier voll den Abgang. Warum sind die im OBS auf Rot? Hat 50% gesammelt und es leckt wie Sau. Naja, gut, ich lass mal den Taskmanager nebenbei offen. Chase! Als Doktorandin der Astrophysiker Chase ihren Blick normalerweise auf die Sterne gerichtete Zufall und das Leuchten haben sie in das Schwarzfeld gebracht. Sie ist blitzgescheit und von einer Aura der Überlegenheit umgeben, die viele Akademiker mit sich herumtragen. Tief in dem Inneren ist Chase jedoch besorgt, dass ihre Berufswahl in aktuellen Situationen eher nicht unterstützt und sondern wenn der Strom nicht zurückkehrt. Ja, wir sollten trotzdem erstmal pennen hier, ne? Über die Fastung. Haben wir was zum Essen? Braucht man nicht. Ich meine, die sind doch spinnend, habe ich gesehen, ne? Ich brauche halt Handschuhe und eine Mütze. Wir müssen halt fast 12 Stunden durchpennen. Ja gut, dann müssen wir gucken, ob wir die einfache Schnur wirklich brauchen. Das ist gut. Habe ich noch nie benutzt, deshalb bin ich echt kein Freund von. Von ihr natürlich übrigens. Ich weiß, man sieht ja nicht viel. Ich will ja noch gar nicht weitergehen, ne? Liegt irgendwie eine Mütze oder so? Ne, sehe ich nicht so. Oh, die Ding läuft doch. Das ist ausgebrannt. So, was, wir machen jetzt hier mal kurz den da. Und geben uns mal. Ich mache das mal in 3-Stunden-Tam, weil ich nicht weiß, ob das vielleicht doch zu kalt wird in der Nacht hier drin. Eigentlich würde ich jetzt da 12 durchziehen. Es wären wahrscheinlich 11 oder 10, wenn wir nicht ganz müde sind. Und ich will natürlich dieses... Also die Hand können wir nicht mehr retten, das ist ein Grundproblem, was ich habe.
Aber es ist echt lustig, dass wir jetzt genau aus dem Kraftwerk durch die Versorgungstunnel in Blackrock kommen oder nach Blackrock kommen und da was sabotieren müssen. Natürlich, weil wir gerade da sind. Also der Typ schickt uns her und sie schickt uns quasi zurück, aber durch einen anderen Weg. Das ist lustig. Hätte ich nicht machen müssen, zu schlafen, weil das ist die Nacht ist eh noch da, was eigentlich egal ist, ne? Weil ich glaube, hier drin wird es eh nicht viel heller werden. Ja, geht dunkel, sagen wir es mal so. Der ist schimmlig, aber das sollte uns eigentlich nichts machen. Weil er unter nun, weil er noch nicht unter 10% ist. Wasser brauchen wir bald mal wieder, das Ding haben wir auch noch, okay. Ja, das muss halt mal langsam runter, ne? Passt, aber wir sind eigentlich von den Stats her ganz gut dabei. Wie viel Streichhölzer haben wir denn? 26, das passt. Muss ich nur mal kurz alles von vorne nach hinten checken. Wie gesagt, ich brauche... Nee, nichts da fallen lassen. Ist mir gerade erst her. Da haben wir noch... Da, guck, Mülleimer. Da kann auch mal was drin sein. Kartonke plus Zünder brauchen wir nicht. Das Ding zerlege ich mal, weil ich mir vielleicht echt die Mütze, die provisorische Mütze mal crafte. Die sind immer noch zu schwer, ne? Erstmal mich da runter. Ja, mache ich jetzt auch mal schnell improvisiert. Ach Gott, da gehen sogar Bad. Willst du mich verarschen? Ey, ich hab das voll vercheckt. Scheiße. Ich hab das ja voll vercheckt, dass ich ja genau die beiden herstellen kann. Das ist natürlich jetzt scheiße gelaufen. Ja, zum Glück habe ich gerade die Dinger noch nicht gemacht, die Handschuhe. Ja, die können wir uns gleich anziehen. Bringt eh nichts mehr, aber hey, habt's auch warm, weil die Dinger sind echt gut. Ich schau das Ding hier eigentlich. Oh ja, leider. Kommen wir da hin? Komm ich da runter? Fuck, weil. Aber guck mal, da liegt voll viel Holz, ne? Liegt allgemein ziemlich viel Klump rum. Also zum Zerlegen gäbe es hier einiges. Hier auch Brandschutztür und so eine Scheiße. Gesundheit ist overall noch nicht gut. Doch, ich komme da wieder rein, ne? Ich bleibe noch ein bisschen da. Ich wollte nur kurz checken, ob ich bin hier noch zu schwer. Nee, ne? Nee. Ob ich die Kiste durchsucht habe. Ich weiß es nicht gerade echt, ne? Machen wir mal 2 Stunden warten. Ja, vielleicht doch nicht so viel. Und dann das pennen wir einfach mal, egal wie viele Stunden das jetzt werden. Viele sind es nicht, wahrscheinlich sind wir mal hell. Essen trinken, wie viel brauchen wir denn? 1000 Kalorien brauchen wir, oder vielleicht kann man sich das Ding mal ballern. Oder wir hatten doch noch, bevor das schimmelig wird, dass wir das zunächst mal essen. Und das haben wir auch noch. Ja, Wasser, also 2 Tage vielleicht noch. Meistens so ein 3/4 Liter pro Tag, glaube ich, was der braucht. Vielleicht auch einen ganzen. Das müsste aber jetzt passen, oder? Aber kann auch Fleisch ohne Garn gleich essen. Ach, wir sind jetzt am Laufen. Okay, da ist eine Lampe. Deswegen läuft der, oder fließt der Fluss, willst du mich verarschen, das ist einfach rechter Tür. Ja, die Paletten zu zerlegen wäre 5-Fed-Move, ne? Naja, wär's doch nicht.